V-A-R-O-E-D wie nie, jeder Schädel zerfliegt vom Gegnerteam. Varo, wir schlagen euch die Fresse ein, aber Prinzessin-like. V-A-R-O-E-D wie nie, jeder Schädel zerfliegt vom Gegnerteam. Und fliegen wir in hohem Bogen raus, haben wir trotzdem die Kronen auf. Wir nehmen die Sache ernst, rosa Rüstung, krasses Schwert. Sie lachen, doch wir treten alles klein, denn im Kleid hat man viel mehr Beinfreiheit. Hallo Leute und willkommen zur letzten Folge von Varios. Wir sind jetzt hier stehen geblieben. Ich bin in der Mitte. Cool, das ist nicht so gut. Ich sehe da einen Spectator ich habe Angst. Achso, ich weiß, warum ich in der Mitte bin, weil die Border wahrscheinlich bei mir war. Ich habe noch einen goldenen Apfel bekommen können in der letzten Folge. Problem ist nur, was ich nicht bekommen konnte, ist Essen. Ich kann wieder rennen. Ja, und ich sehe die beiden schon. Ich renne kurz weg, haben die mich gesehen? Scheiße, ich glaube, die haben mich gesehen. Nein. Oh Mann. Ah, ich kann aber die Kuchen essen. Oh, scheiße. Hä, bist du jetzt genau am Spawn? Oh Gott, ich glaube, die sind da. Die haben mich gesehen. Oh nein, sie gehen auf mich drauf. Oh nein. Das war's. So, Leute. Nie im Leben, hä? Ja, das war's schon. Wir kämpfen direkt. Ja, wirklich cool. Jetzt? Ja, wirklich jetzt. Hä? Renn doch weg. Kannst du nicht wie soll ich denn wegrennen, wenn sie mich bowspammen, Mann? Aber Leute, wenn euch das Projekt gefallen hat, ich hab Eva dir zu sterben, dann lasst gerne eine positive Bewertung da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hä? Ja, das war's. Ich bin tot. Haut rein, Leute. Hat Spaß gemacht. Aber ich hab's verdient, jetzt hier zu sterben. Ja, wow, ich krieg nicht mal einen Hit. Was? Wow, ich hab nicht mal einen Hit bekommen. Nicht mal einen Hit hab ich gekriegt, Alter. Wow. Was? Ja, eigentlich wollten wir eine etwas längere Folge machen, aber war ja eigentlich klar, dass ich sofort sterbe. Das war jetzt blöd, als ich direkt in der Mitte gespawnt bin und die mich schon gesehen haben. Ja, was gibt's jetzt noch zu sagen? Das ist eine gute Frage. Was schreiben die denn, warte? GG schreiben sie. Lol. Digga, noch nie. Also ich bin zumindest, hab zumindest 4 Kills gemacht. Ich bin im Leaderboard Platz 2, soweit ich weiß. Gibt's noch irgendwas, was man noch sagen kann jetzt in der letzten Folge? Das war jetzt voll langweilig eigentlich. Ja, Eine Minute Folge, hä? Ja, ich hab nicht mal einen Hit denen gegeben. Also. Vielleicht mit Bogen, ich weiß es nicht. Ich bin halt die ganze Zeit in diese Löcher reingefallen im Spawn. Und dann habe ich mich rausgebaut und dann gucke ich mich so um, die sind direkt hinter mir. Ich esse so meinen Gärpel, ich werde so getroffen die ganze Zeit. Und da hatte ich schon gesehen, ich hatte keine Chance. Die sind einfach draufgegangen, die hatten keinen Bock irgendwie auf Fair oder sonst irgendwas. Aber ganz ehrlich, nachdem was da passiert ist im ganzen Projekt, ja, dann ist das halt so. Vielleicht geht's weiter bei Virus 2, dann werden wir mal schauen, ob ich da mitmache. Green, gibt's sonst noch irgendwas zu erzählen? Dann können wir die Folge noch ein wenig füllen, als gäbe es heute einen langen Kampf. Ja, Flofifa und so, die haben auf jeden Fall jetzt schon gewonnen. Sanoso wurde von Flofifa gekillt und die Sieger sind Flofifa und Pommes-Trommler. Wer hätte es auch ahnen können, ne? Ich wurde von Pommes-Trommler gekillt. Ah, okay. Finale, die ich je gesehen habe. Glückwunsch an die beiden. Fand ich jetzt leider blöd, dass wir doch keinen Fair Fight gemacht haben. Aber gut, müssen die ja nicht. Können ja selber entscheiden. Ja, das war's dann. Ja, Wither Fight schreiben die. Okay, Leute, dann will ich euch nicht länger langweilen. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Folgen irgendwie amüsiert haben. Auch wenn jetzt daraus nichts geworden ist am Ende. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, hat Bock gemacht. Ja, guys. Hat Bock gemacht am Anfang, aber die letzten Folgen waren dann schon so etwas random. Egal, haut rein, ciao.